Also sprach Zarathustra. Sie heißen Kleines Dreiauge, Pippi und Orangina, sind Monster und leben in Berlins Untergrund. In einem der wenigen noch unsanierten Häuser in Berlin-Mitte befindet sich das sogenannte Monsterkabinett, ein Projekt des Künstlers Hannes Heiner. Er bezeichnet seine Installation als automatisches Theater, ein Touristenmagnet. In seiner Werkstatt arbeitet er gerade an neuen Monstern, das Material Schrott. Ich experimentiere gerade mit meinen Augen rum für ein neues Monster. Alles mit weichen Materialien. Also jetzt experimentiere ich gerade mit Strumpfhose, weil sich das so ähnlich wie Latex verhält. Inspiration für die Monsterfiguren findet er unter anderem in seinen Träumen. Zu jedem einzelnen Werk kann er eine Geschichte erzählen. Das ist Orangina Drehpüppchen. Sehr bodenständig mit ihren 6 roten Beinchen, hat allerdings eine Kopfgeburt und ihr Mann wohnt im Kochtopf, da wo die Männer auch hingehören. Hannes Heiner lebt sogar bei seinen Monstern im Untergrund. Ich habe die Monster als Kinder. Das sind meine Kinder. Die muss man auch pflegen und fetten. Ladies and gentlemen, welcome in the Monster Cabinet of the Artist Group der Chickens. Willkommen. Schauspieler Pilo führt Besucher aus aller Welt durch die wundersame Welt der Schrottfiguren. Hey baby. And now of a very old friend of mine. She's called Pippi. She's a go-go dancer. She loves hard techno. Wirklich, wirklich schön. Kurios und eine fantastische Welt. Eine Parallelwelt der Monster. Einfach erstaunlich. Das Monsterkabinett Berlin. Ein Ausflug ins Land der Kuriositäten.